Jackson Pollock war nicht der Erfinder von Action oder Drip Painting, auch wenn es in vielen Büchern, Artikeln und vielleicht sogar in deinem Kunstunterricht angenommen wird. Diese Errungenschaft gebührt Janet Sobel, eine Künstlerin, die sich das Malen selbst beigebracht hat, ohne eine Kunstschule zu besuchen. Denn sie war eigentlich eine 43-jährige Hausfrau in New York. Sie begann 1937 mit Malutensilien von ihrem Sohn zu experimentieren und kreativ zu werden. Durch ihren unkonventionellen Ansatz, von allen Seiten an ihrer Leinwand zu arbeiten und Werkzeuge und Geräte zu benutzen, wie zum Beispiel einen Staubsauger, gelang es ihr bis dahin einzigartige Bilder zu erschaffen. Dass Sobel heute so unbekannt ist, liegt wahrscheinlich daran, dass sie als Hausfrau und Autodidaktin kein Teil der Kunstwelt New Yorks war. 1946 zieht die Familie Sobel weg, damit Janets Ehemann dichter an seiner Arbeit wohnen kann. Dadurch verlor sie Kontakt zu den Ausstellern und geriet in Vergessenheit. Nur langsam wird Janet Sobel verdienterweise immer mehr berücksichtigt in der Kunstgeschichte.